Aber die Queen wird nicht gegen euch verlieren. Die Queen hat schon gegen mich verloren. Du musst mal ein bisschen Zeitung lesen, falls sowas in die Zeitung abgedruckt wird. Ah, da steht ja noch einer. Das heißt, oh, ihr seid ja alle kaputt, Mann. Das heißt, ich werde mal mein gutes altes Klassiko-Team nach vorne legen. Und einfach mal die ein bisschen weiter trainieren. Ganz einfach. Jetzt kann ich hier lang gehen, aber da hinten ist irgendwie das nix. Das heißt, habe ich gegen dich schon gekämpft? Oh. Habe ich gegen den schon gekämpft? Weil er hat mich nicht angesprochen. Erst als ich ihn angesprochen habe, wollte er kämpfen. Ich weiß es leider nicht. Wenn ja, dann ist es ein bisschen dumm gelaufen. Ernsthaft, ich erinnere mich auch gar nicht von letztes Mal noch. Vielleicht tut ihr es ja. Könnt mir ja Bescheid sagen. Wobei, irgendwie, ich das nie verstehe. Ich meine, ich sag dann Sachen, genau so, was sagt das und das im Video. Und dann, es dauert etwa so eine Woche oder etwa noch länger, bis dies jetzt erstmal drüben ist. Wir haben gerade den 15.09. Wir werden sehen. Dann sagt ihr mir das. Und ich denke, was? Weil ich schon wieder voll vergessen habe, worum es geht. Schon mehrmals passiert, nur leider habe ich auch gar keine Beispiele. Und was ist das für ein Gegner? Das ist so ein D-Queen Junior, der nur mit Lutorzins kämpft. Habe ich so den Eindruck. Lockduft. Oh ja, mit Lockduft tötet er mich. Ein wunderschöner Geruch. Sehr gut. Okay. Ich habe verstanden. Die Animation, die hätte man sich auch sparen können. Die hätten einfach direkt da hinschreiben können, die Attacke ist Bullshit. Oder nee, ich mach das anders. Den Sternschwein und mit. So, ja, genau. Passt mal auf. Das ist eine Taktik. Damit ich ihm eine verpasse. Und ihm eine verpasse. Und gleichzeitig der erste so schwach ist, dass er durch einen Biss getötet werden kann. Und tschüss. Aber wird mal Zeit, dass Psyana und Nachtara ein bisschen trainiert werden. Ich meine, viele Level-Ups haben die beiden ja noch nicht erreicht. Seit Spielbeginn. Habe ich so den Eindruck. Ich meine, guckt euch jetzt mal an. Vom Level her sind sie ja noch unter den Tourenfits. Auch wenn die so Attacken können, die gerade mal 1 KP abziehen. Ist es trotzdem so. Das machen wir jetzt. Boah, und das genießt man richtig. Wisst ihr, man kämpft die ganze Zeit mit Kryptos. Und dann genießt man irgendwann wieder mit normalen Pokémon zu kämpfen. Dann weiß man, die geraten nicht im Vogelmodus. Die können garantiert angreifen. Die erhalten Erfahrungspunkte. Die kriegen keinen Rückstoßschaden. Das sind gute Pokémon. Pokémon erster Klasse. Mag man doch dort sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, was eigentlich mein erster Auftrag war, abgesehen von der Höhle. Muss ich in die nächste Stadt reisen? Keine Ahnung. Sternschau könnte das reichen. Ach egal, ich schaff das auch so. Ich schaff das auch so. Und zwar durch eine dumme Konfusion. Ist nicht mehr am Leben. Aber wenn ich hier nochmal bekämpfen kann, kann ich nicht den einen, wo das Medite war, dann nochmal auch bekämpfen und mir das dann diesmal holen. Leider weiß ich überhaupt nicht, wer das war. Weil ich mich schon voll verlaufen habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich da war, wo ich bin. Alles klar. Oh, ich mag es, Erfahrungspunkte zu bekommen. Das spornt einen auch richtig viel mehr an. Vollkommen unmöglich. Oh, armer Strobo. Was auch immer das für ein Name sein soll. Stinker. Du bist echt stark, aber die Queen wirst du nicht so leicht besiegen. Werde ich nicht. Okay, ich war hier definitiv nicht. Kann ich schon sagen, weil hier ein Item rumliegt. Und es ist dreimal Hyperball. Schön. Hyperbälle hätten wir, glaube ich, noch gar nicht in diesem Spiel. Ne, dann war ich 100 pro nicht hier. Guck mal, es ist doch der einzige Weg, der hinführt. Ne. Okay, ich hab's nur gedacht. Das kann ja mal passieren. Aber jetzt weiß ich schon mal, den Weg kann ich schon mal abhaken, denn hier war ich schon. Ich könnte auch mal zurückgehen und mich heilen und mal ein paar Kryptos austauschen. Aber ich glaube, ich lasse es. Einfach, weil ich keine Lust habe. Ja.
Ich meine, nee, das Mädchen, das kann zurückgehen und sich mal ein paar neue, mir mal ein paar neue besorgen, statt mir hinterher zu laufen. Die kann sich auch mal ein bisschen nützlich machen. Aber ich kann doch auch im PDA mal nachgucken. Das Super Space Gerät. Und da kann ich schon nachgucken, wo mir da noch was fehlt. Remoraid vom Blast, die Queen Fan, den begegnen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Aber Biker Lead. Es muss ein Biker sein. Bist du ein Biker, ist die Frage. Du bist ein Biker, aber bist du Biker Lead? Wir werden es ausprobieren. Ich darf nicht nochmal, okay. Das ist sehr traurig. Ich darf die also nicht nochmal besiegen, die Trainer, habe ich gerade festgestellt. Scheiße, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ich weiß es nicht. Rechts. Aber das, okay, ich darf die nicht nochmal bekämpfen. Aber das ist hier teilweise auch wirklich mies, weil jetzt weiß ich gar nicht, wie es mir die, wie ich mir das hole. Ein Weg wird es geben, aber ich weiß nur nicht wie. Im späteren Spielverlauf wahrscheinlich dann. Und es kotzt mich an, wie viele von denen Wurzel haben. Es ist ekelhaft. Ja, wirklich, es ist einfach nur zum Kotzen. Und deswegen wird Wurzel als erster sterben. Durch einen gnadenlosen Biss. Und Kufstuhl. Okay, das überlebt kein Lutorze der Welt. Jetzt erst recht nicht. Vielleicht, wenn es auf Level 100 das überlebt, das ist. Aber auch nur dann. Und dieser Kampf sollte doch schon etwas schneller gehen. Danke für die schönen Erfahrungspunkte. Ich nehme sie dankend an. Und der hat auch einen Bummel. Hey, willkommen zurück, Faulenzer. Ist aber auch kein Krypto. So ein Krypto-Letarking, das wäre auch was. Wobei, na, ist nicht so mein Typ, mein Fall. Aber man kann ihn richtig gut trainieren. Also, Letarking, Faulenzer auch, jede zweite Runde. Hat aber die Werte eines legendären Pokémon. Deswegen würde ich sagen, es ist halb so stark wie ein legendäres, weil es ihm nur halb so oft angreift. Würde ich so spontan sagen. Aber es gibt ja auch Wege, wahrscheinlich das zu umgehen. Das mit dem Faulenzer ist ja Pokémon-Power. Wenn man den ja irgendwie... Warte, welche Attacken? Wertewechsel oder irgendwie sowas. Kann man auch dieses Zeug... Kann man die auch wechseln? Hä, was war das denn? Nein, ich will nicht. Okay, ich muss. Aber egal, Igla war es immer besser als Lutorzel oder so. Dann mache ich das mal schnell mit ihm. Kriegt er auch mal halt ein paar Erfahrungspunkte dazu, ne? Naja, noch nicht. Aber bald. Und Igla weiß auch selber ein starkes Pokémon. Das finde ich richtig geil, weil es soll ja im Team bleiben. Vorerst. Nun gut. Danke, danke und gute Nacht. Wolfgang. Von wegen Belohnung bestrafen wird man mich. Wolfgang. Wolfgang ist ein sehr altmodischer Name, aber Wolfgang ist ein Name. Das ist schon mal echt ein Fortschritt. Ich werde ganz einfach so tun, als wären wir uns nie begegnet. Okay. Und deine Pokémon wurden ganz von alleine besiegt. Ah, hier lag also nur ein Item rum. Oder wie? Genau sowas hasse ich in Spielen. Abzweigung, wo der eine Weg, der richtige Weg ist, ein anderer einfach nur um irgendwelche Power-Ups oder irgendwie sowas zu bekommen. Und ich verpasse dann den Weg, weil ich will zuerst den Power-Up-Weg gehen. Und dann den richtigen. Aber wenn ich den nicht weiß, dann verpasse ich es halt. Und das passiert mir irgendwie voll oft, dass ich den falschen Weg wähle. Naja. Hier unten haben wir irgendwie... Moment, da oben konnte man nicht lang. Naja, okay, es ging nur nach hier. Dich haben wir auch schon geschlagen. Und Treppe hoch oder... Ah, yeah. Sehr gut. Das kommt mir doch gerade recht. Danke, dass ihr meine Singkünste so bewundert habt. Und jetzt wird erstmal gewechselt. Nun gut, also scheinbar ist Janmar noch nicht befreit. Oh, ist es doch. Jetzt ist es doch befreit. Ist doch passend. Okay, durchs Rumlaufen wird das Herz ja auch ein kleines Stückchen manchmal geöffnet. Nun gut, Plusle ist kein Krypto-Pokémon. Neben Psyano und Nachtara das einzige. Level 13 ist ja auch schon ein bisschen mickrig, wa? Das kannst du vertagen. Heuler, Donnerwelle, Ruckzuckieb. Rechte Hand. Ist ja interessant. Die wechsle ich auf die nächste Box. Da sind nämlich die, die keine Kryptos sind.
Dann kommst du mit ins Team. Und Mogelbaum, Vati. Ich würde einfach faires halber Vati mal nehmen. Einfach weil ich den schon länger habe als Mogelbaum. Und tschüss, Hubbelupf. Kann ich dann sagen, guck mal, jetzt habe ich nur 4 Kryptos hier. Es wird ja immer weniger, meine Güte. Aber leider wird die Zahl auch erheblich weiter steigen. In absehbarer Zukunft. Wobei, speichern könnte ich auch mal, wenn ich schon mal dabei bin. Man weiß ja nie, ob ich doch noch drauf gehe. Und dann passieren dann wieder ärgerliche Sachen, da ich mir erst von vorne machen muss. Hat man ja auch schon vor kurzem, obwohl nicht ganz vor kurzem, aber schon mal bei Paper Mario erlebt. Wer von euch das verfolgt? Ja, da war ich, wurde von Koopas besiegt. Und natürlich will ich dann eine Vorsichtsmaßnahme erheben und hier in diesem Spiel auch abspeichern, bevor mich hier auch Koopas besiegen. Alles klar, Wablu tue ich an nächster Stelle und dann gucke ich die mir erstmal an. Also die sind natürlich beide noch sehr verschlossen. Und meine Aufgabe ist es, diese 3 Krypto-Pokémon jetzt zu erwecken und zu befreien. Hier ist nix. Das ist ja auch mal wieder schön günstig, dass es nur einen Weg gibt.